Ich durfte vorab in Survival Nation reinschauen. Das Spiel erscheint in Kürze für die Pico 4 und auch auf Steam VR. Ein Release auf der Quest 2 und PS VR 2 folgt nächstes Jahr. Ja, es ist ein Überlebensspiel in einer zombieverseuchten Open World. Das schaue ich mir natürlich jetzt für euch an. Ihr könnt das Spiel solo bestreiten oder auch im Multiplayer. Crafting ist angesagt, Ballern ist angesagt, Überleben ist angesagt. Und wie gut das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Okay, Leute, ich bin in Survival Nation und der erste Eindruck, ja, das ist okay, ne? Das ist Standalone-Grafik. Man hält sich in Grenzen. Ja, ist cool. Ja, gefällt mir. So, hier ist schon ein kleines Lagerfeuer, ein Zelt hinter mir. Zombies sehe ich zum Glück noch nicht. Okay, in der Beschreibung steht Multiplayer und Einzelspieler. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es erscheint erstmal nur für die Pico und auf Steam VR und nächstes Jahr auch für die Quest und für die PS VR 2. So, ich bin ein Typ. Ne? Continue. So, jetzt kann ich mir den einstellen hier. Okay, erstmal kann ich mir die Hautfarbe einstellen. Das Sonnenstudio, ne? Was ist das denn? Oh, dann ist der aber schon, ja, sehr dunkel. Okay, so Haare. Was ist das denn? Das soll eigentlich... Achso, ich kann mich selber jetzt... Ah, okay. Ah, schwarze Haare, okay. Oder so ein Iro. Glatze. Machen wir hier so ein Iro, das ist cool, ne? So in... Ne, in schwarz, okay. Confirm. So, Movement, Free Movement, natürlich. Position, Standing oder Sitting. Also jetzt hier, das ist so ein bisschen am Flickern hier, muss ich sagen. Aber okay. Teleportation gibt, Free Movement und wie gesagt, Standing oder Sitting. Dann, okay. So, Solo oder Online. Ihr könnt es natürlich alleine spielen oder auch online. Und ich gucke jetzt trotzdem nochmal in die Settings, weil ich möchte nämlich, dominante Hand ist... Disabled, enabled. Eigentlich geht das mit rechts und links, ne, oder? So, Standing, Movement. Wo ist denn jetzt hier mit Drehen und so? Enable Voice Chat, off, on. Enable Always Speak, on, off. Ihr könnt alles laut und leise machen, ne, ganz klar. So, Server, Region, Ping, Auto. Ja, aber das war doch gerade irgendwas hier mit... Also es geht jetzt wieder hier nur Snapturn oder was? Das ist doch schon wieder meh. Ach, Leute, okay. Muss ich durch, ne? Okay, dann machen wir erstmal Solo. Ich bin gespannt. Ich hasse Zombies, wisst ihr. Dunkel, Grusel, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht dunkel wird. Es ist ein Überlebensspiel, wie gesagt, was ihr auch online spielen könnt. Mit wie vielen Spielern, weiß ich nicht. Es soll eine Open World sein. So, 75% sind noch ja, gut von mir. Und wie gesagt, tatsächlich nur Snapturn. Also es ist ja schlicht von der Optik, ne? Aber es ist okay. Ja? Okay. Use links to start moving und ja, das kennen wir schon, ne? Okay. Ne, ganz, ganz klar. Läuft aber fluffig, also da kann man nie meckern. So, press L und dann kann ich sogar schneller laufen. Rennen kennt ihr, ne? Ein bisschen sprinten. So, if you prefer to teleport or would like to see a vignette while moving, you can change it in settings. Ja, bis jetzt... Wieso ist denn da so viel da oben? Press X to open the menu and go to the settings tab. Okay. So, ah, guck mal, hier ist jetzt ganz viel. Confirm. So, settings. Ja, aber haben wir ja dasselbe hier, ne? Hier ist nichts mit Vignette und so, ne? Guides, movement, okay. General, das hatten wir alle schon, ne? Jo. So, hier haben wir jetzt dominante Hand rechts, links. Ich habe übrigens eine Vorabversion. Das kann natürlich sein, bei der Release-Version, dass das Ganze dann noch, ja, dass da noch andere Sachen bei sind, ne? Keine Frage. Ne, also Vignette sehe ich hier nicht. Quests, Crafting, Map, Inventory, Skills, Player. Ich habe Level 1, Play, okay. So, schauen wir mal. Aber so sieht schon mal okay aus, ne? Für Standalone. Ich muss wieder hinlaufen, wo ich nicht soll. So, durchlaufen kann ich nirgendwo. Was passiert, wenn ich Kopf durchstecke? Kopf durchstecken kann ich. Okay. Na gut, wir laufen mal dazu der Dame. Western Camp, Fast Travel, okay. So, hi. Okay, sie gibt mir eine Quest. Sieht auch okay aus, ne? Well, well, well. It's ja, well, well, well. Ja, ich bin's. Good to see you, old friend. We have a lot of catching up to do, but first,
You'll have to go through our Survival 101 for new camp members. Okay. I know, you probably know all this, but still, the rules are the rules. They're the reason why this camp is still standing. There are two people I want you to meet, Mike and Antonio. Okay, Mike und Antonio. Ich finde die, die suche ich dir, ist gar kein Problem. Alter, 100% neben. Ah, guck mal. Das ist schön scharf, das gefällt mir wieder. To open virtually look at your non-dominant wrist, okay. Ja, funktioniert. Okay, kann man irgendwie draufklicken? Also machen kann ich ja nichts, da kann ich nur ablesen. Ne? Also ich habe 0 im Rucksack, ich habe 15 Coins. So, ich habe jetzt irgendwas bekommen, das habe ich nie gesehen. 15 XP habe ich bekommen und 15 Coins. Ah, da oben, so ein bisschen hier, so ein bisschen blau, ne? Da seht ihr, da. Talk to Antonio, okay, confirm. So, in the quest tab you will find all the colors. Okay, du stehst da mittendrin, also ein Stück zurück. So, you can start them by sending and follow over talking to a camp member. The current step you need to complete is show both in the quest tab and on the watch. If you decided you want to stop the quest, you can. Okay, so jetzt gehe ich einfach mal in mein Quest-Menü, ne? Da müsste irgendwas stehen. Quest 2, okay. Through Weapon. Talk to Antonio. Side Activities habe ich keine. Errands completed habe ich auch noch nichts. Okay. Da war doch mal irgendwas, ne? Ah, ne, completed. Arrival. Ach, hier, genau. Da, ah, da steht dann, was ich bekommen habe. Okay. So, und jetzt gehen wir Talk to Antonio. Ach, die ist aktiviert, ne? Die kann ich jetzt irgendwie deaktivieren, wenn ich möchte. Okay, oder auch nicht. Play. Gut, da ist Antonio. Didam, didam, dum, didam. Noch ist schön ruhig hier, ne? Keine Zombies. Der ist am Kochen, ne? Ich hab Hunger. Geil, gib mal was zu futtern. So, der gibt mir auch eine Quest. Hi! Hi, Antonio. Was kochst du denn da Schönes? Gar nichts. Das ist fast voll verarscht hier. Well, now I make sure people have anything to eat. Soll ich Tomaten fangen oder was? Fangen, sag ich schon. Ich bin bescheuert, ne? You'll definitely need them. Okay. Ich muss mal so. Pick up tomatoes. New quest step. Items that you can pick up highlighted. Point your hand at the item und dann die Grifftasse, ne? Okay. Und to take an item out of your inventory, open the menu with the X button. Click the item. Okay, confirm. So, ich soll jetzt erstmal Tomaten pflücken, ne? Da, okay. Guck mal, hier wird sogar. Kann ich hier auch mit der Schippe und so? Was war das denn? Ach, guck mal, das geht sogar vom Weiten. So, und jetzt? Ah. Okay, aber ich mache das hier von vorne, ne? Wenn man das vernünftig. Also das kennt man einfach so über den Rücken schmeißen. Ich kann sie sogar essen. Da muss man festhalten. Guck mal da. Ah, hier, guck mal. Jetzt habe ich bald keinen Hunger mehr. Ich fresse erstmal alle Tomaten weg hier, Kollege. Bevor ich in den Kampf gehe. Da muss sein, ne? Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Tomaten-Johnny bin ich hier. Ja, gleich muss ich kotzen. Weil ich zu viel Tomaten gefressen habe. So, ich habe Tomaten. So. So, du musst jetzt Tomaten haben, ne? So, soll ich X drücken? Items, 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 Items. So, Inventory da. Was habe ich da? Hab ich die Wasserflasche, die ist leer, ne? Also, erst einmal unterteilt hier. Das sind Sachen, die ich essen kann. Das sind Materialien. Das sind wahrscheinlich nachher so Schematics. Das sind Rätsel. Quest-Items, Ammo, Tools, All. Okay. So. Oder wie war das jetzt? So. Use, drop, drop. Wohin? Nee. So. Okay. So, hier hast du deine Tomaten. Play. Soll ich dir die jetzt geben oder was? Hier. Hallo. Muss ich die dann in die Pfanne tun? Ja, die schweben. Hier hast du die Tomaten. Oh. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wupp. Ja, weiß ich nicht. Wie geht denn das jetzt hier? Hier. Hallo, Tomatenmann.
Ey. Aber da ist immer noch irgendwas, ne? Ich guck nochmal meinen Questlog, was ich machen soll. Pick. Ach so, 5. Ist ja okay. So, 5 noch. So, man sollte das sich auch durchlesen, ne? Guck mal, das ist eine nette Dame. Komm hier, nimm deine Tomaten, ich bin eine nette Dame. So, fertig. Was ist denn jetzt schon wieder da? Ich hab doch 5 Tomaten. Ach, die muss ich wahrscheinlich alle in den Rucksack schmeißen, ne? 4, 5. Jetzt ist es weg. So, jetzt freut er sich. Ja, und jetzt? Jetzt guck ich noch mein Questbuch. Pick up Tomatoes. Hab ich. Wir haben nur 4. Wieso habe ich jetzt nur 4, ey, verfluchte Axt hier? So, jetzt habe ich aber geschafft. So, er kocht wieder. Der ist immer noch das Zeichen. 5. Wieso ist denn das jetzt da oben? So. Crafting. Ich kann irgendwas craften, will ich ja gar nicht. So. Quest. Pick up Tomatoes. Ja, ich hab. Hallo? Ich weiß nicht, was er von mir will. Set to slot? Okay. Cancel? Okay. Wir machen mal hier wieder Drop oder was? So, wo ist das hingefallen da? Du hast jetzt so viele Tomaten, Kollege. So. Guck mal, jetzt habe ich da. Jetzt geht das in die Mitte hoch, die 3, ne? Don't be shy. Eat a few. I saw how you looked at them. Okay, habe ich es geschafft. Okay. Your character gets hungry over time. When its level drops to down, you will start taking damage. Okay, to eat. Then feel you. Das habe ich ja schon gemacht. Soll ich das jetzt nochmal machen? Warum ist denn das jetzt da oben? Mann. So. Eat tomatoes. 3 Stück. Ich bin doch schon satt. Okay. Ist egal. So, ich brauche nur eine Tomate. Ich habe eine zu wenig. Komm, gib her. Now, the water. You see that blue barrel right there? Use it to refill your water canteen. After you do that, bottoms up. So, the drinking level is on to signify this need. So, wo soll ich jetzt hin? Wo ist Wasser? Ich habe wieder nie aufgepasst. Okay. Ah, da hinten, guck mal. Boah, so weit weg, ey. Da ist das Gemüse und da ist das Wasser. Okay, also Tutorial schon. Oh, guck mal hier, die Sträucher, ne? Das ist so 2D, ne? So. Okay. So, ich hatte doch irgendwie hier gerade so ein. Ist egal. So. Inventory. Use. Ah, okay. Ja, und jetzt? Ah, da ist noch nicht voll. Bluer noch, ne? Bluer. So, drink water. So, mal wieder voll hier, das Ding, ne? Okay, also ich muss auch unterwegs für Wasser sorgen. So, Quest activated. Something with range. Okay, so, dann tun das wieder da rein. Tun wir das wieder da rein. Use? Nee. Hallo? Hör ich die wieder los hier, die Pulle? Mach mal hier, Use. Okay, jetzt habe ich hier eine Pulle und eine Tomate. Mal A, B. Set to slot. Was sind denn das für... Hello? Hä? Achso, ich hab die Tomate, ne? So. Okay. Weißt du nicht, was das für Slots sind, ne? Ja, aber ich will den Scheiß ja wieder loswerden jetzt hier, komm. Jetzt habe ich 2 Tomaten, was ist das denn? Mann. Bisschen durcheinander das Ding, ne, oder?
Okay, der ist am Chillen. Dafür, dass hier Zombie-Apokalypse ist. Guck mal, man kann sogar Klamotten kaufen hier. Wir haben sogar einen Shop. In der Zombie-Apokalypse gibt es einen Shop. Hier gibt es Supplies. Da gibt es jetzt irgendwie... Gibt es da was zu ballern? Ach komm, hier kann ich ballern. Das ist schon mal cool. Aha, niesen. So, hier gibt es eine Knarre. Yeah, Quest. Hi, welcome to Mike's Weapon Distribution Limited. The only weapon store you'll need. Also, the only one you'll find. You must be Riley's friend. Ja, ich bin der Freund davon, Riley oder Ridley Riley, ne? Let's see if that's true. I see you have a close combat weapon on you. Let's start. Ne, hab ich nicht. You see that dummy over there? Imagine it wants to eat you. Okay. Quick selection wheels are used for quick access to weapons and preferred items. Ah, mit B kann man das öffnen. To switch between the weapons wheel and the item wheel, press grip when the wheel is open. Okay. Ah, guck mal. Und jetzt mit Griff. Ah, guck mal hier. Item und Waffen. Ach, das ändert sich sogar. Da steht das sogar, ne? Okay, nee, ich möchte ja jetzt... Okay, Waffe sieht cool aus. Gefällt mir. Macht aber keine Geräusche, ne? So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt verkloppen? Ich verklopp den. Okay, jetzt macht's Geräusche. Okay. Ja, man fängt ja klein an, ne? Okay, that was gentle. Das war gut, ne? Now let's get you something with range. Pick up that pistol and some ammo from my stock. The first one is on the house. Okay. So, jetzt bekomme ich eine Waffe. To assign your weapon to a wheel, open the menu, next, okay. Okay, jetzt kann ich irgendwie... Wo ist denn die Waffe? Trade. Okay, das bekomme ich jetzt, ne? Buy. So, buy ammo. Let's see your aim. Shoot the targets in range. So, each weapon is reloaded in a slightly different way, but the principle is the same. Weapon components that glow yellow require you to move them to correct location. Okay. The weapon will prepare to receive and the magazine is empty. If you want to empty the magazine earlier, rechten Knopf drücken. Okay, you can hold some weapons with both hands. Okay. So, jetzt soll ich X drücken. Ne? So, jetzt gucken wir hier unter Waffen. Was haben wir denn Waffen? Ammo, Tools. Was denn? Crafting Skills Player, Map Quest, Scoreboard. Wo ist meine Knarre hier? Bin ich bescheuert? Ach da, Weapons, guck mal, das ist ja so blau, deswegen habe ich das nicht gesehen. Okay. Erstmal Equip. Und dann. Zack. Okay. Also, okay, da haben wir. Ach so, Pistol, Rifle, Shootgun, Bow, das gibt's noch alles. Okay. Back. Play. So, jetzt kann ich, wie war das? B drücken, ne? Okay, jetzt muss ich Ammo. Okay, das geht einfach. Sieht auch okay aus, ne? So, und jetzt soll ich die abschießen hier, oder was war das? Was soll ich jetzt machen? Fühlt sich cool an. Kennt man aus anderen Shootern. Okay. Und wenn ich vorher rausschmeißen will, dann einfach den rechten Zump drücken. Geht. Okay. Talk to Mike. Was ist, wenn ich das wieder wegmachen will? Wenn ich gar keine Waffe haben möchte? Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ne? Wie ich dann... Ach so, einfach die Hände hier. Okay. Ah, so einfach ist es. So, eine neue Quest. I know a good customer when I see one. Okay. If you ever want to get something more, kann man nicht wegdrücken, you can afford it. You know where to find me. Now, you can go on back to ride. Okay. So, ich habe wieder XP bekommen. Ich habe wieder Geld bekommen. Jetzt soll ich wieder nach Riley. Jetzt muss ich wieder ganz weit zurück. Also, ich kann einfach hier so mittendrin wechseln. Das geht ganz, ganz cool, ne? Zack. Und wenn ich jetzt hier was anderes brauche, dann einfach so. Und auch hier kann ich dann wieder auf die Hände wechseln. Okay. So, wo ist denn Riley da hinten? Du bist aber auch weit weg, ey.
So, ein bisschen rumballern möchte ich natürlich noch und einmal gucken, was passiert, wenn ich auf Online-Modus gehe. Es soll ja so ein MMORPG sein, oder wie sie die schimpfen. Also mit ganz vielen Spielern zusammen in der Open World. Okay. Hey, maybe I'm telling you this a little late, since you've already met some camp members, but you should head to the clothing vendor. Was will ich mir auch noch anziehen? Quite an assortment, and you will definitely find something for yourself. Okay, jetzt soll ich mir noch anziehen. Too important in the world we live in, but what else do we have left? Come back to me after you meet Christy. Jetzt muss ich nach Christy. Also Leute, was für ein Video. Wo ist denn Christy? Da. Ja, hier der Klamotten dann. C und A, ne? C und A in the Zombie World. Hi, Christy. Hi. You must be the new camp member. Ja, bin ich. Don't ask me how I figured that out. If you need new clothes, not that I think you do, you couldn't have come to a better place. Okay. Feel free to look around. Also das ist jetzt ein bisschen überzogen, ne? So ein, dass man jetzt hier so ein... Was haben wir hier? Ah, hier eine Maske haben wir. Cappy haben wir. Guck mal hier, das ist cool, ne? Ich habe aber nur 45, kann ich nichts kaufen hier. Weil das ist viel zu teuer hier. Ich habe gar keine Kohle. Gib mir noch mal was geschenkt. Der andere hat mir eine Knarre geschenkt, Mädel. Aber die haben hier Beine, ne? Das muss man ja mal sagen. Okay. Und es gibt andere Backpacks. Aber da weiß ich nicht, ob die nur optisch sind oder ob das dann auch... Okay, close. So, trade. Was soll ich jetzt machen? Closes. Das ist buy. Close, hier mehr kann ich ja nicht machen. Was soll ich jetzt machen? Ach so, ich soll jetzt wieder zu der hin. Die schenkt mir nichts. Habt ihr das gesehen? Mann. Komm, schenken die mir nichts. Komm her. And how is Christy? Or maybe it's better not to answer. Sie ist schon cool, aber sie hat mir nichts geschenkt. Geizkragen. Okay, so, was soll ich jetzt? Quest activated. It's time for you to experience your first real contact. Ja, genau, darauf warte ich. You remember everything we taught you. If not, well, you'll have to improvise. Kill some of those standing outside the entrance to the camp. Come back to me when you're done. Okay. So, jetzt soll ich welche... Kill 7 Zombies around Camp Entrance. Ah, da hinten. Okay, 130 Meter muss ich laufen. Schon mal Knarre her. Ich puste die jetzt alle hier weg, Zombies. Aber so ist es schon mal gar nicht schlecht. Es ist eine Menge drin, man merkt es schon. Ne? Man kann ja noch craften und so. Ne? Wenn jetzt die Open World noch dementsprechend mitspielt, wenn der Preis stimmt, den weiß ich leider nicht. So, Zombies. So, die Frage ist jetzt, kann ich durchlaufen oder lädt er nach? Ah, da kommen sie. Guck mal, die kommen einfach so aus dem Boden. Okay, Level 1, Level 2. Was denn? Ich höre die wieder von überall, Leute. Ich habe keinen Bock, dass sie hinter mir sind. Ey, habt ihr gesehen, wie schnell der gelaufen ist, der Blöde? So ja nicht hier. Die geben ja richtig Gas hier. Finde ich aber nie gut. Aber coole Musik dabei, ne? So, das war's. Soll da weiterlaufen? Ich will nicht weiterlaufen. Okay. So, geh so lang. Ja, und jetzt? Wo sind noch welche? Hallo? Da sind noch welche, okay? Ich habe keine Muni mehr! Mann! Da sind noch mehr! So! Wieso habe ich denn keine Ammo mehr? Was soll denn der Scheiß hier? Zack. Ich bin schon fertig. Du, ich bin schon fertig. Ich darf schon gehen. Tschüss. Ich nehme ihn noch mit hier. Blablabla. Der ist Level 4. Ist egal. So. Ich hab's ja alle platt gemacht. Irgendwas höre ich da noch. So. Hab ich so gedacht, ne? Wieso habe ich denn keine Muni mehr?
Jetzt habe ich auch einmal wieder Muni oder was? Verarsche hier. Ja. Ich nehme alles mit. Ja, Leute, die Zombies, ja, okay. Sind so ein bisschen noch wie bei Arizona Sunshine. Aber sie sind schnell, ne? Also, es ist schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Also, oder so ein bisschen Thrill ist mit drin, ne? So möchte ich es mal nennen. Okay, ich laufe wieder. Also, Smooth Time wünsche ich mir natürlich noch, ne? Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe hier so eine Vorabversion bekommen. Kann ich natürlich zum Release alles noch ein bisschen ändern, dass dann auch Smooth Time und sowas drin ist, ne? Der Schild immer noch. Das ist eine Frau. Hier sind sehr viele Frauen unterwegs, ne? Hi! Na du? So. Okay. So. You made it, though. I thought ja, you klar. Had a little less time to do it. You seem a bit rusty. Ehrlich? Since you've gained some experience, it's a good time to learn something new to help you survive. So, thanks to skill tree. Oh, skill tree gibt es auch. You can take to several combat and field game. Open the skills, tap in the menu, select the category you're interested in, then click on skill. To unlock a skill, you will need SP skill points. Okay. Some skills are divided into tiers, which enter your... Okay. So, dann darf ich mir jetzt was aussuchen, ne? Machen wir doch glatt. Wie war das nochmal? B, ne? Das ist wieder so hoch, ey. Das ist... So. Skills. Da haben wir was. Survival? Combat möchte ich so. Zombie-Experte. You gain valuable knowledge about your enemies. Thanks to it, you know the health level when you fight them. Habe ich das schon? Learn. Costs 1. Wie viel habe ich denn? 1. Okay, ich darf nur 1. Was ist das? You learn the art of climbing. Ich kann vorher nicht klettern. Okay. Create heals and stamina cookies that will regenerate you quickly. Ich mach Combat. Okay, mach mal hier. Great. That's it for me. I'll find something else for you in a while. Until then, talk to the other camp members. They could probably use some help. Okay, jetzt kann ich hier wahrscheinlich... Quest complete, first assessment, okay. Eine neue Quest ist aktiviert. Wahrscheinlich muss ich jetzt für den irgendwie Tomaten im Zombieland holen. So, ich schaue jetzt nochmal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Solo, was ist das Auto? Kann ich jetzt eigentlich auch so mittendrin wechseln? Inventory, was habe ich? All? Was kann ich damit machen? Weiß ich nicht. So, Quests, ganz viele. Achso, da sind die, die ich complete habe, ne? Errands, Side Activities gibt es noch keine. Talk to, ja gut, komm, wir machen das einfach mal. Aber wie komme ich denn jetzt ins Multi rein, wenn ich das möchte? Player. Level 2 bin ich, guck mal, Next Level. Stamina ist 100%. Ich habe Hunger, ey, und ich habe Durst. Okay. Outfits. Okay, Gloves habe ich noch nicht, eine Cap habe ich noch nicht, okay. Jetzt muss ich was saufen hier, komm. Wie war das? B, ne? Genau. Grifftaste. So, ich muss das Ding noch wieder voll machen. Das ist mir zu weit jetzt, ey. Da ist ja noch genug drin. So, und ich muss essen. Ah, das Coole ist, ich muss nicht immer wieder eine neue rausholen. Das geht automatisch. Ah, und da ist jetzt HP Plus. Ah, okay. Na, war lecker. So, gucken wir, was Antonio so will. Quest. Hello, my friend. Now, I have a task outside the camp. Was das? Soll das Fleisch? Collect their meat and find some sticks. For now, use your firearm to kill the animals. But in the future, I would recommend you learn how to use a bow. Ja, ja, ist ja gut. It's definitely more effective than firearms when it comes to getting meat. Da sind keine Kugeln drin, ne? You've got everything. Okay. Kill two hares, get two meats, gather two wooden... Wo soll ich jetzt hin? Okay, da hinten wieder. Okay. Wie ist denn das jetzt hier mit Ammo? Kann ich da was kaufen bei dem Typ? Ich habe ja so Sachen hier, ne? So Gasoline und so, kann ich das verkaufen? Okay, da sind Zombies und da sind Tiere oder was? Kommt mir fast davor, ne? Was sind denn Harris? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kaufe mal ein Ammo. Besser ist das. Was hat er denn hier? Explosives. Ja, wieso kriege ich denn keine Explosives? Gib mir mal so ein bisschen Ammo hier, komm. So, Ammo bei Ammo. Wie viel geht denn? Boah, aber hier großzügig, ne? Das soll reichen. Okay. Danke.
Aber es ist irgendwie cool. Also ich kann mir das schon vorstellen mit mehreren Leuten, ne? Hier so im Ödland, ne? So Zombies jagen, Quests machen, craften. Das sind aber keine Tiere, das sind Zombies. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht hier? Dann gehst du wohl weg, du. Was soll ich jetzt hier? Was ist denn? Das ist ein Hase. Okay, Meat habe ich. Was ist das? Metal Parts. Gunpowder, okay. So, schauen wir mal. Weiter geht's. Was ist denn? Was denn? These are two wooden sticks. Ach ja, okay. Kommen hier keine Zombies hier. Wo ist der andere? Ich höre was. Blöden Viecher hier wieder, Zombies. So. Ist hier irgendwo so ein Stock? Achso, da ist wieder 27 Meter. Dann ist auch ein Zombie. Hier ist aber kein Stock. Ach, da ist noch ein Stock, guck mal. So. Dr. Antonio. Nimm alles mit hier. Was kommt denn da? Was soll ich da denn? Infizierter Hase. Aber hier geht's gar nicht weiter. Ich muss da wirklich da wieder zurück. Und Pilze kann ich auch mitnehmen. Und vorbeigehen. Aber es ist irgendwie cool, ne? Es hat was, ne? Es ist wirklich von der Optik natürlich sehr, sehr schlicht. Ist auch Standalone. Aber irgendwie macht es Laune, hier rumzulaufen, zu craften. Bin gespannt, was es kostet. Also bis 20 Euro würde ich sagen, ist das auch nicht völlig in Ordnung für das, was ich bis jetzt so gesehen habe, ne? Und das ist ja gerade mal der Anfang, ne? Ist alles noch einfach. Gut, Frage ist wirklich, wie groß ist die Open World? Ne? Das ist natürlich jetzt wieder das Entscheidende, wenn das wieder so getürkt ist, weil das nicht so mega, mega groß ist, ne? Gegenstände, die im Hintergrund aufploppen, halten sich eigentlich auch sehr, sehr in Grenzen. Das ist mir eigentlich jetzt so nichts aufgefallen, muss ich sagen. So, was willst du jetzt? Oh, okay. You're back. As you may have guessed, ja. We're going to roast this meat. Ja, mach mal. Here, take this cloth, craft a cooking stick and roast the meat over the campfire. Just be careful not to burn it. Ich soll ja noch kochen oder was? To make items, go to the crafting tab in the menu, click on the item you want to craft and click craft. Okay. Also das kann ich hier craften. So, was möchte ich denn craften? Cooking stick, okay. Got some meat or fish and want... So, cooking stick. To roast meat or fish on a stick, take it on hand and take a cooking stick in the other. Hä? Take it in one and take a cooking stick in the other. Then stuff it into the stick and bake it over the campfire. Then you can eat it for cooked or leave it for later. Okay. So, wo ist denn das? Ach, da. Okay, also ich brauche jetzt. Ich habe keinen Cooking. Also das muss ich erstmal ins Menü, ne? Okay. So. Inventory. Okay, da haben wir so einen Cooking Stick, da haben wir das Fleisch. Ich sehe das hier nicht. So, komm mal hier. Ah, so. Use. Und das dann auch, ne? Los. Okay. Guck mal, habe ich. Play. So, und dann nicht zu lange, sonst verbrennt das. Das sieht gut aus, ne? Oder?
kann's essen. So, Baked Meal, habe ich. Habe ich fertig. Muss ich jetzt mehrere von machen, bestimmt, ne? Quest. Das ist noch ein bisschen kaputt hier, ne? Crafting Cook. Hallo? Ich kann das hier nicht scrollen. Achso. Zwei muss ich, habe ich mir gedacht, okay. Wo ist das hier? Inventory? So, Use. Play. So, ein bisschen kochen muss man also auch. Also ist das schon sehr, sehr cool gemacht. So, und das kannst du wieder wegpacken. So. Hab ich. Well done. Haha, ich kann töten und kochen, ne? Well, ich bin ein Multitalent-Kollege. Actually, okay. Maybe you keep everything you brought for yourself. Genau. You're going to need it anyway. Ja, Leute, das soll ja nun erster Eindruck sein. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich glaube, das muss ich hier noch ein, zwei Stunden weiterspielen, um wirklich alles zu zeigen, was noch kommt, was noch alles drin ist. Aber ihr habt schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was es kann. So. New. Okay, ich habe wieder was. Ich darf mir wieder einen Skill aussuchen. Guck mal. Was haben wir da? Critical hit, you learn about your enemy's weak points, which gives you a chance to deal critical damage. Okay. Aber wir machen erstmal Survival hier, ne? Trade health and stamina cocktails that will run at you quickly. Endurance, you learn. Ich mache jetzt erstmal hier, dass ich klettern kann. Ist das jetzt fertig? Achso, ich muss ja auf Learn. So, jetzt kann ich klettern. Okay. So, was soll ich machen? Da hinten ist wieder irgendwas. Okay, ich müsste jetzt zu der Dame oder dem Herrn da und dann wird es weitergehen. Okay, Leute, wir probieren jetzt nochmal einmal, was passiert, wenn ich jetzt hier auf Quit drücke. Das interessiert mich natürlich noch. Wir haben hier die Settings. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie online gehen. Die Frage ist, kann ich jetzt mit meinem Charakter... Guck mal, hier ist noch eine andere Quest. Wir haben sogar zwei Quests, ne? Kann ich mir jetzt hier aussuchen? Kann ich jetzt dieser hier folgen, wenn ich gerne möchte, oder wieder der anderen? Okay, wir haben auch eine Karte. Ach, guck mal, Leute, eine Karte haben wir auch. Das bin ich. Das ist meine Quest. Hm? Da sieht ihr überall, da gibt es Hasen. Wir sind doch Hasen, ne? Climbing Spot. Wie kann man das hier irgendwie sehen? Mach mal kleiner. Wie groß die Karte ist. Aber bewegen kann ich. Also, sie ist schon sehr groß, ne? Schaut mal. Es ist jetzt nicht so eine mega Open World, aber wenn ich jetzt hier vorne bin, da ist mein Campfire. Da ist schon ein bisschen was, ne? Oder? Ja, für Stand Alone, wenn man das mal so nimmt. Also es gibt ein bisschen was zu entdecken, so ist es ja nicht, ne? Komm. So, Crafting hatten wir, Inventory hatten wir, Skills hatten wir, Player hatten wir, das bin ich. Kann hier aber sonst, ich muss schon wieder was essen und ich muss schon wieder was trinken hier, okay. So, jetzt machen wir mal Quit und gucken, was passiert. Do you want to leave room? Ja, möchte ich. So, jetzt gehen wir nochmal zurück ins Menü, hoffe ich. So, jetzt spiele ich mal online. So. Europe, das könnt ihr euch alles aussuchen. Es ist aber keiner da. Wir machen Auto, Quick Join. Name. Kann ich auch. Ich mach mal. Ich create jetzt einfach mal was. Und ich schaue mal. Ist natürlich keiner da, ganz, ganz klar. Ich weiß auch nicht, mit wie viel man es online spielen kann. Also, ob es irgendwo ein Limit gibt: 8 Spieler, 16 Spieler. So. Und ja, ich spiele immer noch meine Quest. Seht ihr? Also, ich bin wieder mit meinem Charakter hier unterwegs. Genau. Level 6. Europe 1 von, was steht da, 4? Genau, also mit 4 Leuten kann ich es zusammen spielen, wenn ich gerne möchte. Das ist cool, ne? Guck mal, ich kann jetzt auf die Tafel zulaufen, wenn ich möchte. Wenn ich sie aufmache. Also falls man was nicht lesen kann, kann man ein bisschen näher dran. Dann sieht es auch cool aus. Ja, es ist optisch okay. So, so haben wir das auch getestet, obwohl gar keiner online ist. Ist natürlich klar, ich habe eine Vorabversion. So, Leave Room, Leave. Okay. Ja, es macht Laune, es sind coole Quests drin, es ist stimmig, muss ich sagen. Kann was werden, ja? Freue mich drauf. Bin nur gespannt, was das Ding kosten wird. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Fazit nochmal und dann sage ich noch ein bisschen was zum Spiel. Es sieht doch gar nicht so schlecht aus, was man da alles machen kann in dem Spiel. Also ich bin wirklich positiv überrascht, weiß leider den Preis nicht. Aber ich sag mal, so bis 20 Euro geht das alles in Ordnung.
Grafisch ist das jetzt leider kein Wunderwerk, aber wenn ihr aufgepasst habt, wenn ich die Welt betreten habe, wo die Zombies sind und die Hasen, die ich töten musste, die armen kleinen Häschen, hat das Spiel nicht nachgeladen. Also es kam kein Loading Screen, das heißt, die Welt war schon offen. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass wir da irgendwo an Grenzen kommen bei Standalone und deswegen ist die Grafik ja so ein bisschen simpler gestrickt. Ja, Gras war so 2D-Tapete, habe ich gesehen. Aber ansonsten, das war schon okay. Also es war auf jeden Fall stimmig, die Atmosphäre hat gestimmt. Der Thrill war da, weil die Zombies unheimlich schnell auf einen zukommen. Ja, und es sind viele Rollenspielelemente drin. Ein Skilltree, ich kann craften, ja. Ich kann meine Figur ein bisschen ausrüsten. Okay, das war jetzt nur optisch. Aber ich kann leveln und so weiter. Und das kann ich auch noch mit 3 Mitstreitern machen. Also irgendwo schon relativ cool, das Ding. Und wie gesagt, bis 20 Euro würde ich sogar sagen, das ist, ja, ist in Ordnung. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Aufgaben das Spiel hat. Also wann es zu Ende ist und was danach kommt. Ob da wirklich so ein Endless-Mode noch kommt, dass man einfach wieder in die Welt rein kann. Einfach weiterspielen, so just for fun. Das kann ich euch natürlich leider nicht sagen. Und solche Spiele sind ein bisschen größer. Und es ist ja auch nur ein erster Eindruck. Und ich bitte natürlich zu bedenken, dass das jetzt nur eine Alpha-Beta war. Ich habe einen Vorabzugang bekommen, ja. Also da kann man natürlich auch noch so ein bisschen was patchen, ein bisschen was nachdrehen an den Schräubchen, wie ich immer so schön sage. Smooth Turn hat mir jetzt zum Beispiel gefehlt, aber ich gehe mal davon aus, dass das noch folgen wird. Und ansonsten ist das Ding jetzt schon relativ gut solide. Hier und da war mal so ein bisschen was unstimmig, das wurde dann ein bisschen später erklärt, wie ich meine Hände wieder bekomme. Hätte man vielleicht vorher erklären sollen, dann werde ich da nicht mit meiner Wasserflasche rumhantiert und mit meinen Tomaten und was weiß ich. Aber wenn man das erstmal raus hat, dann geht das richtig gut fluffig von der Hand mit diesem Radialmenü, ne? Auch gut gelöst. Ja, gefällt mir. Ja, würde ich gerne mal mit euch zusammenspielen, mal so ein bisschen die Zombie-Welt da unsicher machen, ein bisschen craften, ein bisschen Items sammeln und so weiter. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr euch das Spiel kaufen solltet. Ja, nächstes Jahr, wie gesagt, auch für die Quest 2 und für die PSVR 2. Derzeit aber erstmal exklusiv nur für die Pico 4 und auf SteamVR. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Ihr habt noch Fragen zum Spiel, ihr habt Anregungen zum Spiel. Ja, dann natürlich alles damit in die Kommentare. Werde ich mir natürlich alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Dann möchte ich auch noch gerne auf meine 2 Community-Seiten hinweisen. Natürlich erstmal unseren Discord-Server, We Are Allgemein, aber natürlich auch mit einer Pico-Ecke. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, eine tolle, große, chillige VR-Community, Tipps und Tricks, Sales und Deals, Gewinnspiele, kleine, große, Multiplayer-Mittwoch mit mir zusammen, ach so viel. Schaut einfach gerne mal vorbei, es lohnt sich. Wenn ihr auf Facebook unterwegs seid und euch nur für die Pico interessiert, dann habe ich dort eine Facebook-Gruppe gegründet, die Pico VR Deutschland. Stoßt doch gerne hierzu. Und alle Links zu den Community-Seiten findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit Survival Nation, wenn es dann erscheint. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha.